nachdem es leider inzwischen jeden Tag regnet, auch jetzt gerade. Heute Vormittag hat es auch geregnet, um 10 Uhr bin ich raus, aber es ist trotzdem wieder. Habe ich jetzt beschlossen, hier so eine Dachkonstruktion zu bauen. Dazu habe ich Dachlatten befestigt an den Pfosten von meinem Silo mit Kabelbindern. Sind recht breite und stabile. Das hält soweit ganz gut. Die Dachlatten miteinander verschraubt. Habe unterschiedliche Gefälle. Mal leite ich es eben hier auf den Stellplatz, das Wasser. Hier wollte ich es eigentlich auch machen. Da muss ich es aber leider wegleiten auf die Erde. Das wollte ich eigentlich vermeiden, weil die Erde mir ja nicht so arg durchweichen sollte. Sonst habe ich noch das Problem, dass mir der ganze Hang abstürzt. Da ist aber eben die Pumpe, die Betonpumpe im Weg. Deswegen ging es nicht anders. Hier wechselt dann das Gefälle. Hier wechselt dann das Gefälle, sodass ich das Wasser auf den Platz ableite. Und hier leite ich das Wasser nach vorne ab. Und hier seht ihr es. Ich habe schon ein Stück Folie befestigt. So sieht es dann quasi aus. Hier seht ihr mal ein Stück, das schon fertig ist. Das wird dann eben wie ein Gewächshaus mit so einer transparenten Folie. Bei der Folie wollte ich eigentlich eine, die 200 μ stark ist. Wenn man die anschaut, hat die das aber leider nicht. Ich habe eine 200 μ starke Baufolie, das ist ja diese graue, die hat natürlich eine ganz andere Festigkeit, aber die lässt ja kein Licht durch. Und hier wollte ich einfach ein bisschen Helligkeit natürlich auch noch haben zum Schaffen. Die ist auch nicht UV-stabil, aber ihr seht, steht eigentlich schon drauf, LDPE Baufolie 200. 2 mal 50 Meter, 100 Quadratmeter, geht man eigentlich davon aus, dass es 200 μ sind. Das glaube ich aber nie im Leben. Naja, und jetzt baue ich hier eben meine Überdachung, dass ich da auch bei so einem leichten Regen einfach weiter schaffen kann, ohne dass mein Material nass wird. Und jetzt mache ich noch die Folie voll drauf. Ich habe jetzt soweit die Überdachung fertig. Das ist der Blick von oben. Hier seht ihr die transparente Folie und die ganzen Dachlatten. Und jetzt gehen wir mal runter in das Zelt und zeige ich euch mal, wie es von unten aussieht. Jetzt seht ihr, wie meine Überdachung der Baustelle aussieht. Ich habe Richtung Straße auch ein bisschen zugemacht. Hier über der Mauer habe ich eben mein Dach. Und dann mache ich diese Mauern. Hier an der Seite habe ich auch zu, da muss ich noch etwas verlängern, weil ich das kleine Reststück von der Mauer nicht überdacht habe. Da sind mir jetzt aber die Dachlatten ausgegangen. Und ja, das kann ich dann auch noch auf den Weg ausweiten. Mal schauen, wie sich das Ganze verhält, wenn es viel regnet und werden sich wahrscheinlich Wassersäcke bilden. Muss ich mal schauen, ob das dann abläuft oder ob man die Folie reißt. Aber zumindest provisorisch habe ich jetzt ein bisschen einen Wetterschutz. Genau, also ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaut doch mal in die anderen rein. Und es würde mich total freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und gerne auch hier einen Kommentar reinschreibt. Vielen Dank und bis bald.